Hallo Freunde des E-Bike-Sports, wenn man es Sport nennen kann. Jeder wie er will, endlich kein Regen und bereit für den Fahrtest. An dieser Stelle möchte ich nochmal darauf eingehen, dass dieses Fahrrad zurzeit wirklich der Straßenverkehrsordnung entspricht. Wir haben 25 km/h Höchstgeschwindigkeit. Ist wirklich nicht schneller, gehe ich gleich noch drauf ein. Wir haben den 250 Watt Nabenmotor, wie es auch vorgeschrieben ist. Dann haben wir Reflektoren im Vorderlicht. Auch das ist leider Pflicht. Was hier allerdings noch fehlt, sind die Katzenaugen oder Reflektoren, wie man so will. Auch das Rücklicht hat einen Reflektor, ist also auch zulässig. So, mittlerweile bin ich auch schon 62 Kilometer gefahren, wie man sieht. Kann mir also jetzt schon ein erstes Urteil bilden über dieses Fahrrad. Und im Großen und Ganzen ist es wirklich sehr einfach, aber es erfüllt seinen Zweck. Vor allem für den Preis von unter 700 Euro. Man bekommt es zum Teil sogar für 630 Euro. Kommt immer darauf an, ob es eine Aktion gibt oder nicht. Der Preis ist wirklich eine Ansage. Aber da muss man natürlich auch Abstriche machen, weil die Bremsen sind wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, weil die packen zwar gut zu, aber immer wieder kommt es dann doch während der Fahrt zu Schleifgeräuschen. Das Hinterrad blockiert bei starker Bremsung, habe ich auch schon gehabt. Trotzdem muss ich fairerweise sagen, kommt man ganz gut zum Stehen, aber da gibt es, wie gesagt, deutlich bessere Bremsen. Und ich werde auch überlegen, diesen Bremssattel einfach mal zu tauschen gegen einen Shimano, der kostet 20 Euro und bremst deutlich sanfter und auch angenehmer. Das könnte ich mir als nächstes Projekt vorstellen. Hinten dasselbe, ist dieselbe Bremse, hier sieht man es nochmal besser. Ganz einfach, auch nichts Schlimmes, aber einfach wirklich. Ja, schon manchmal auch ruckelig. Ganz klar ein Schwachpunkt an diesem Fahrrad. Aber ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass es gefährlich ist. Okay, ich würde sagen, wir testen mal den Motor, Laufgeräusche und so weiter bei der ersten Fahrt. Los geht's. So, ich starte jetzt mal in Fahrstufe 1, die auch wirklich genau bis 15 km/h beschleunigt und dann ist auf einmal Schluss. Schaltung übrigens sehr schnell und sehr gut. Das war's. 15 km/h. Und schneller geht's nicht. So, jetzt gehen wir mal eine Stufe höher auf die Stufe 2. So, und schon kriege ich einen deutlichen Schub. Er will jetzt unbedingt auf die 20 km/h. Und das macht er auch. So, und das Lustige an dieser ganzen Sache ist, wenn ich jetzt schneller trete und ich fahre jetzt im Moment deutlich schneller als 20, zeigt der Tacho, bleibt bei den 20 km/h, obwohl ich momentan locker 23 km/h fahre. Sehr interessant. Also keine genaue Geschwindigkeit, wenn man so will. Schalte ich jetzt in Stufe 3, geht es direkt wieder weiter. Dann zeigt er den richtigen an, bis 25. Wir kriegen einen deutlichen Schub. Jetzt muss ich wieder schalten. Jetzt bin ich im sechsten Gang. Einen Gang habe ich noch. Siebter Gang. So, 25 km/h. Sehr angenehme Trittfrequenz, wie man sieht. Nicht zu schnell. Kein Hamsterrad-Effekt. Also wirklich angenehm. Das muss ich sagen. So, jetzt hören wir mal. Start, das Geräusch. Völlig in Ordnung. Bremsgeräusch, Achtung. Leichtes Quietschen. Und wenn wir jetzt anfahren, hört man so ein leichtes Klopfen. Ich weiß nicht, ob es so rüberkommt. Aber es ist alles im Rahmen. Also es fällt wirklich vernünftig.
Ich schalte nochmal einen Gang hoch. Zack. 20 km/h steht hier drauf, wie gesagt. Ich fahre aber mit Sicherheit mehr als 20 km/h gerade. Also er zeigt immer nur die Geschwindigkeitsstufen an, wo er hin beschleunigt, und das war's. Wenn ich jetzt wieder die 3 drücke, kriege ich einen ordentlichen Schub, was auch echt Spaß macht. Und ich bin auf der 25. Aber im Großen und Ganzen absolut lustig, kann man machen für das Geld. Wie gesagt, 70 Kilometer gefahren, ist zuverlässig, ist auf jeden Fall machbar. Kann man machen, macht Spaß. So, gleich werde ich nochmal eine Vollbremsung machen mit euch, um zu gucken, wie schnell man zum Stehen kommt. Dafür baue ich ein bisschen um. Bis gleich. So, jetzt kommt der Bremstest aus 25 km/h. Also eine Vollbremsung, wenn man so will. Okay, schauen wir mal. So, erstmal ein bisschen Fahrt aufnehmen. Bis gleich. So, 20, 25 und ja, man sieht auch hier deutlich, wie die Federgabel einfedert. Ganz einfach, aber funktioniert und ja, macht keine Probleme. Es funktioniert einfach. Nicht sehr komfortabel, aber es funktioniert. So, jetzt sehen wir wieder so ein verrücktes Gefährt vor mir mit ganz vielen Hunden. Ich wollte eigentlich mit 25 km/h daran vorbeiziehen. Das traue ich mich aber nicht bei dieser Konstellation. 5 Hunde, ein Quad mit blauem Kennzeichen. Das ist schon ein Risiko. Mal gucken, was passiert. Rückspiegel ist da, guckt sie rein. Ich weiß es nicht. Hunde im Griff. Ich ziehe vorbei. Danke. So, was für mich eigentlich auch ein sehr wichtiges Kriterium ist, jetzt kommt gerade ein Auto, wann setzt die Motorunterstützung an? Bei dem ersten Pedaldruck, wie bei meinem Mittelmotorfahrrad, leider nicht, sondern erst nach einer bis anderthalb Kurbelumdrehung. Das sieht man jetzt, wenn ich mal losfahre. Ich sag Bescheid, wann der Motor einsetzt. So. Eins. Eine Drehung war's. Man hört's. Und los geht's. Nochmal, dann wird es vielleicht mal schneller, mal langsamer. Das ist immer wieder anders. So, wir stoppen nochmal kurz. So. Ich trete in die Pedale.
Ich hoffe, man sieht's. Jetzt ist er da. Also, man kann sagen, im Schnitt so eine halbe, dreiviertel mal eine Kurbelumdrehung und dann ist er da. So, was ich euch jetzt noch schuldig bin, ist natürlich ein Speedtest. Wie schnell kommen wir von 0 auf 25? Und das ist wirklich sehr flott, werden wir gleich sehen. Also nochmal von 0 auf 25. Und dann schauen wir mal. So. Ich starte im dritten Gang. Kann man es erkennen? Ja. Und los. Treten. Und da kriegt er den Schwung. Und 25 erreicht. Das ging wirklich sehr, sehr, sehr schnell. Gar kein Problem. Jetzt muss ich kurz bremsen. Das ist nur die Hinterradbremse. Aber die reicht auch. Okay. Ja, ich denke, ich gebe den Bremsen noch eine Chance. So 200 Kilometer einbremsen und dann entscheide ich mich, ob ich mir 20 Euro Bremsen drauf mache. Von Shimano, wie gesagt, mit denen habe ich gute Erfahrungen gemacht. Aber ich will die noch nicht aufgeben, weil es soll ja auch noch nach wie vor ein günstiges Bike bleiben. So, gleich wieder einen kleinen Bremstest. Ja, es bremst ordentlich, aber kann man nicht anders sagen. Kein Hightech, aber es erfüllt seinen Zweck. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Macht schon Spaß. Klingel. Alles gut. So, das nächste Kita-Gefährt, aber nicht so gefährlich wie das Quad vorhin. Keine Bremsung. Und weiter geht's. So. Konstant 25, ob es wirklich 25 sind. Müsste man mit GPS messen. So, da habe ich mal eben ein schönes Bosch-Bike überholt. Na, Spaß, alles gut. So, schnelle Kurve. Ja, alles gut. Die Reifen haben ordentlich Grip. Warum nicht? Je länger ich damit fahre, desto mehr gewöhne ich mich daran und muss sagen, also für den Preis bekommt man doch eine ganze Menge. Vor allem wegen dem 48-Volt-System, das macht schon Spaß. Zack. Und zack, 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 bin ich im siebten Gang, zack, bin ich im dritten. Also die Schaltung ist auch vollkommen in Ordnung. So, das war's. Also zusammenfassend kann man sagen, dass es wirklich anständig ist. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, sind die Reifen. Das Profil ist gut, sehr griffig und gar nicht mal so laut auf der Straße. Ich versuche das gleich mal einzufangen, die Laufgeräusche. Absolut in Ordnung. Was auf jeden Fall hervorzuheben ist, ist der 48 Volt Akku bei 15 Amperestunden. Das ist in der Preisklasse schon, also habe ich noch nie gesehen. Meistens sind 36 Volt Systeme, die dann deutlich weniger Wumms haben. Gerade was auch in der Beschleunigungsphase, die ist ganz anders als beim 48 Volt System. Das war für mich auch ausschlaggebend, dass ich das Fahrrad genommen habe, weil man einfach viel schneller vom Fleck kommt.
Und natürlich eine längere Laufzeit. Also ich denke mal, realistisch sind wirklich 40 bis 50 Kilometer ganz realistisch bei 10 Grad Außentemperatur, dass man die auch wirklich erreicht, was ich gut finde. Ja, der Sattel ist nach wie vor, auch nach diesen 63 Kilometern, ist völlig in Ordnung. Ich würde jetzt nicht 50 Kilometer am Stück mit dem Fahrrad fahren wollen, wahrscheinlich, weil da merkt man dann schon, ja, dass es irgendwann nicht mehr so bequem ist. Was habe ich noch gemacht? Ich habe mir ein Schloss angebaut, ein Fischer-Faltschloss. Ganz vernünftig, finde ich, passt sich auch gut hier ein. Optisch auch in Ordnung. Ich würde es insgesamt empfehlen für Menschen, die wirklich von A nach B kommen wollen, nicht unbedingt den höchsten Komfort brauchen, aber trotzdem schon diesen E-Bike-Spaß haben wollen. Den kriegt man auf jeden Fall. Es ist also kein Schrottgefährt, sondern es macht auch wirklich Spaß, muss man ganz klar sagen. Nochmal zu den Bremszügen. Auch die haben einen guten Druckpunkt, komischerweise. Auch das funktioniert wirklich ordentlich. Und die Schaltung war von Beginn an richtig eingestellt. Die geht schnell. Hier geht's rauf und hier geht's runter. Hier kommt man auch ganz schnell mal auf den vierten Gang, wie man auch möchte, oder auf einen kleineren Gang. Das mit der Klingel finde ich auch witzig nach wie vor. Ja, also im Großen und Ganzen würde ich das Fahrrad empfehlen, wenn man nicht zu hohe Ansprüche hat. So, das war's von meinem Fahrtest. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Falls ihr noch Fragen habt, Wünsche oder sonstige Vorschläge für Tests, schreibt es in die Kommentare. Bis bald. Viel Spaß. Ciao.